Hier treffe ich gleich den Generalsekretär der kurdischen Gemeinde Köln, Deutschland. Wir sprechen heute über die Geschichte oder auch über das Thema Kurden. Ich sage ja immer, die Kurden, das sind doch so die Kosovo-Albaner, das sind Leute, die Krawall machen. So da so. Dann merke ich aber so, ich habe schon mal mit dir gesprochen, dem ist nicht ganz so. Ne? Du kannst mir jetzt genau mal erklären, was ist die Geschichte der Kurden? Du sagst, die Kurden sind keine Türken. Mhm. Irgendein amerikanischer Freund von mir sagte mal, die Kurden sollen nach Kurdistan gehen. All solche Sachen lassen noch große, große Fragen mehr offen. Und du erklärst mir das alles mal. Du kannst, wie gesagt, gerne mit der Geschichte anfangen und dann zur aktuellen Situation. Ja, gerne. Nur dazu gibt es eigentlich Wochenendseminare. Darüber kann man sich wirklich tagelang auch äußern. Und das gerade ausgerechnet bei einem Frühlingswetter, den wir gerade in Köln haben, mit etwas Regen und kleinem Hagel. Aber nichtsdestotrotz, wie kann man vielleicht dieses Thema in wenigen Minuten abhandeln? Lass mich das so sagen. Es gibt einen guten Grund dafür, warum die Kurden keine Türken sind. Denn wären die Kurden Türken, dann frage ich mich, was sind dann die Kurden, die im syrischen Teil des Landes leben oder im irakischen oder im iranischen Teil des Landes leben? Sind das auch Türken? Mhm. Natürlich nicht. Es ist genauso wenig wie diese Menschen Syrer, also Araber oder Perser sind, sind die Kurdinnen und Kurden in der Türkei Türken. Also Kurdinnen sind, ist eine Ethnie, ein Kurden Stamm, ein Volk? Oder? Ist ein Volk von etwa 35 Millionen, vielleicht sogar 40 Millionen so Menschen, die das größte Volk auf der Welt ohne eigenen Staat, aufgeteilt auf verschiedene Staaten, Türkei, Iran, Irak, Syrien, ein Teil lebt auch im Libanon. Gibt es kein Kurdistan? Nein, es gibt kein Kurdistan, auch wenn in der Geschichte oftmals der Versuch unternommen wurde, ein Kurdistan tatsächlich zu gründen. Auch die damaligen europäischen Kolonialmächte waren sich nicht ganz einig und phasenweise haben sie die Idee eines freien oder unabhängigen Kurdistans favorisiert und dann dies auch wieder zerschlagen. Nichtsdestotrotz hat aber, egal wie die Geschichte verlaufen ist, der Wunsch der Kurdinnen und Kurden, ein unabhängiges, freies Kurdistan auch zu haben, nie nachgelassen. Und dafür haben sich die Menschen immer eingesetzt. Unter sehr widrigen Umständen im Übrigen. Denn in keinem dieser Länder haben die Kurdinnen und Kurden ein demokratisches, zivilgesellschaftliches Ambiente oder zivilgesellschaftliche Rahmenbedingungen vorgefunden, um sich politisch zu artikulieren. Nehmen wir mal die Minderheiten in Spanien, Katalanen, die Basken oder die unterschiedlichen Volksgruppen in der Schweiz oder die Flamen und die Wallonen in Belgien. Aber bleiben wir vielleicht bei den Kurden, weil ich habe nichts. Wir haben keine demokratischen letztendlich Rahmenbedingungen gehabt, in denen die Kurden sich also frei äußern konnten und vielleicht durch Referenden oder Volksentscheide auch mal darüber über ihr Selbstbestimmungsrecht auch entscheiden konnten. Als wir uns, ich glaube, vor 12 Jahren beim Stefan mal trafen, das ist, da hattest du mir mal die Geschichte auch deiner Familie erzählt. Ich weiß, dass die sehr schmerzhaft ist, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Seitdem weiß ich halt, aha, die Kurden, das sind keine Krawallmacher, sondern da ist eine Wunde, da ist auch eine starke Verletzung. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt zu persönlich wird, aber es ging, glaube ich, um deine Großeltern, deinen Vater. Also, vielleicht magst du vielleicht so kurz die Geschichte mal erzählen, damit man merkt, aha, da ist auch ein großes Unrecht geschehen und das muss eigentlich auch erstmal aufgearbeitet werden, damit das, glaube ich, weitergehen kann. Ne? Anke, genau das ist aber das zentrale Problem. Wenn man Unrecht nicht aufarbeitet, wird diese Wunde eigentlich nie schließen, nie heilen. Aber was ist passiert? Das ist das große Problem, auch in den Staaten, in denen die Kurden leben. Aber was war konkret passiert? Konkret passiert ist, dass beim letzten kurdischen Aufstand 1937/38 die Dorfgemeinschaft meines Vaters nahezu komplett ausgelöscht worden ist. Ungeachtet dessen, ob die Menschen im wehrfähigen Alter waren oder nicht, Männer, die wurden einfach Frauen, überfallen, umgebracht. Kinder, ältere und jüngere Menschen, die dann umgebracht worden sind, hingerichtet worden sind.
93 Personen aus der Familie meines Vaters sind in eine Scheune eingeschlossen und niedergebrannt worden. Und mein Vater und seine drei Geschwister waren die einzigen, die tatsächlich im Dorf noch anwesend überlebt haben, mit ihrer Mutter zusammen. Und das nur, weil sie sich sehr geschickt in einem Haufen von Kuhfladen haben verstecken können. Also an einem Wann Ort, hast du davon erfahren? An einem also, Ort, wo man sie, wo ja, man am allerwenigsten gut. Menschen vermuten ja. würde. Und das war immer schon Thema in unserer Familie. Aber wann hast du das erste Mal davon, also du bist ja in Köln, also im Ruhrgebiet geboren, wann haben deine Eltern davon gesprochen? Das ist ja eine furchtbare Geschichte, ne? Also von klein auf habe ich das erfahren, denn man stellt sich natürlich auch die Frage, warum sind wir hier, warum leben wir hier, warum kehren wir nicht in das Land zurück, wo ihr herkommt, warum seid ihr hier? Und ich musste feststellen, dass meine Eltern auf der Suche nach Frieden, Sicherheit, Freiheit und Demokratie waren. Und genau das haben sie hier gefunden und mir nach und nach dann auch erzählt, warum es so wichtig ist, diese Werte und auch diese Freiheiten so zu verteidigen. Und ich bin, glaube ich, nicht von ungefähr dann Lehrer geworden, weil ich genau hinter diesen Werten und Errungenschaften der Menschheit stehe und sie weitervermitteln möchte an die jungen Generationen. Denn Unglück kann passieren, Unrecht kann passieren, aber so wie wir das in unserer Erinnerungskultur in Deutschland haben, wir müssen aber auch darüber reden können, wir müssen das aufarbeiten können. Solange dies nicht geschieht, sind viele Familienbiografien, sind viele Sachen, die noch schmerzen in den Seelen der Menschen, noch unaufgearbeitet. Und man spricht ja jetzt vom armenischen Genozid, darf man auch nicht von sprechen, aber das ist trotzdem ein Begriff, den Gauck aufgegriffen hat zum Beispiel. Ne? Aber vom kurdischen Genozid spricht man nicht. Ne? Also wie würdest du das bezeichnen? Dann? Der armenische Genozid hatte auch nochmal innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeitperiode nochmal ganz andere Dimensionen. Mhm. Über 1,5 Millionen Menschen werden innerhalb weniger Jahre umgebracht. Ja. Und das im Schatten eines Weltkrieges, mit dem Europa letztendlich allerhand selbst zu tun hatte und kaum über die Grenzen, außereuropäischen Grenzen, blicken konnte. Auch darüber darf man nicht sprechen. Auch das wird immer wieder tabuisiert. Wir verboten. Sprechen darüber. Wir reden darüber. Wir haben wir ja reden Pressefreiheit. Deshalb darüber, weil wir in einem Land leben, in dem uns das möglich ist. Und das ist wichtig. Und wir müssen über vieles andere auch sprechen. Und die Kurdinnen und Kurden haben in den unterschiedlichsten Phasen Opfer geben müssen. Und daher müssen wir vielleicht andere Länder als Beispiel nehmen, wie zum Beispiel Südafrika mit der Wahrheitskommission, wo Menschen in einem neuen System, mit einer neuen politischen Kultur zueinander wieder aufeinander blicken können und sich annehmen können mit dem, was in der Geschichte passiert ist, aber gemeinsam in die Zukunft schauen. Und du bist auch hoffnungsfroh mit der neuen Generation, ne? Also mit unseren Schülern haben wir, glaube ich, eine gute Chance. Mit unseren Schülern schon. Mit den Entwicklungen, wie wir sie in der Türkei und anderswo haben, weniger. Aber meine große Hoffnung ist wirklich, dass wir eine Generation finden, die das... Oh, ich lasse es aus, wie schade. Das ist so... Ich weiß nicht, warum es ist leer.